Wir fahren wieder da hoch. Einfach nur hoch oder rechtsrum nicht ganz so hoch? Willst dich einrollen, oder? Ah, ist völlig egal. Einrollen ist überbewertet. Wir fahren doch E-Bike, das strengt doch gar nicht an. Nein, wir fahren kein E-Bike, wir fahren E-Mofa. Ach Gottchen, ja, das ist natürlich der allerneueste Begriff. Nur die coolen Leute fahren E-Mofa. Da geben sich aber auch manche Leute Mühe, E-Bike-Bashing in den Kommentar zu deinen Videos zu treiben. Das ist schon nicht mehr schön. Was die Leute da für eine Energie reinstecken, so einen Müll zu schreiben. Ja, vor allen Dingen, das sind ja nicht die einzigen Leute, die so negativ drauf sind. Dann gibt es ja auch noch die Markenfetischisten. Die sind ja bei Alex auch sehr stark vertreten. Jetzt fahren wir entlang. Einfach hier hoch. Ich bin hier noch nie geradeaus hochgefahren, oder? Ich schon. Das wird wohl einen Grund haben, warum wir das nicht machen. Ich habe ein Déjà-vu. Ah, ich war gestern schon hier. Ich hoffe, hier ist nirgendwo Matsch. Gestern war kein Matsch. Aber es war so rutschig wie Matsch, weil es staubig war wie Sau. Na, da wird sich nichts dran geändert haben. Oder hat es geregnet? Nee, ja? Nee. Ach, ja, willkommen zur Fahr denselben Dreh nochmal. Und zwar sind wir wieder hier, wo auch immer hier ist. Jetzt sind wir gerade ausgefahren, habe ich jetzt keine Lust dazu. Wir fahren jetzt einfach links. Da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, ich bin für Überraschungen gut. Ich dachte, da wir heute wieder einen Special Gast haben, außer Herr Guide, der nicht der Guide heute ist, haben wir noch den Herrn E-Bike-Amateur dabei. Gemäue. Ja, das erste Mal hier in Kreuznach vor 3 Jahren mit dem Hardtail. Oh, jetzt hast du gesagt, wo wir sind. Schlimm. In diesen unbekannten Trails war ich nur einmal unterwegs bisher mit dem Hardtail. War ein einschneidendes Erlebnis auf einem sehr wurzeligen, sehr bekannten Trail hier. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das überlasse ich den Profis. Jetzt bist du wieder hier. Ja, ich weiß nicht, was das über mich aussagen soll. Ich glaube, heute sind 3 Amateure unterwegs. Oh, ich heute nicht Eco. So. Hab gestern versucht, Eco zu fahren. Nach 500 Höhenmeter habe ich aufgegeben. Nächstes Wochenende in Sölden fahre ich Eco. Den Lift hoch. Genau. Ich bin nicht dabei. Und Eco bergab. Nee, ich wollte mich ja dieses Jahr mehr auf die lokalen Sachen hier beschränken. Deswegen bin ich ja zum 3. Mal in Folge auch hier. Sölden habe ich irgendwie nicht so Bock. Ich kriege eh keinen Urlaub, von daher. Auf jeden Fall muss ich eins diese Woche noch machen. Ich muss mir sämtliche Kaiserschmarrn-Videos vom letzten Jahr angucken. Einfach nur mal in Erinnerung zu bringen, wo wir überall Kaiserschmarrn gegessen haben und auf welche Hütten ich dieses Jahr muss, um den Kaiserschmarrn-Test zu erweitern. Oh, leichte technische Schwierigkeiten. Uhu. Ah, Panorama. Idyllischer Ausblick. Oh ja, da muss ich mich mal einreihen. Schaut gut aus. Ja. Und wenn du brav bist und dich gut anstellst, fahren wir noch da hinten hoch. Schauen wir mal, was passiert. Zumindest für den Ausblick. Ja, genau. Und dann fahren wir Asphalt wieder runter. So sieht's aus. Genau. Das ist der Plan. Panoramarunde, genau. Dann ist wieder da runter und dann können wir links den brutalen Anstieg hochfahren. Brutaler Anstieg klingt fantastisch für Sonntagmorgens. Brutale Anstiege gehen immer. Ja. Aber Eco bitte. Na immer, sowieso. Oh. Brutal falscher Gang erstmal. Ach, den brutalen Anstieg. Berg hoch. Sehr gut. Ja. Das macht Laune. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wo ist Turbo? Ah, gefunden. Ich war nicht Eco. Ach, doch schön hier. Oh, ein Hund. Morgen. Dankeschön. Und? Spaß. Ach, Spaß. War es entspannt? Sehr entspannt. Turbo gefahren? Na klar. Na logisch. Ich will ja Spaß. Oh, hier war mal ein Wald. Oh wei. Nett, dass wir wenigstens 1, 2, 3, 19 Bäume stehen gelassen haben. Also ein Borkenkäfer will halt auch leben. Genau, mittendurch. Und siehst du noch die Spur, die jetzt breit ist? Da war ja mal ein Trail. Den gibt es auch noch bis zum Zaun. Dann geht er hinten links am Zaun entlang. Aha. Okay. Den fahren wir jetzt. Leg schon mal einen kleinen Gang ein, weil wir müssen gleich ein bisschen hochpedalieren. Okay.
staubt ja richtig hier. Ja, und ich vergesse zu lenken vor lauter Bremsen. Manchmal denke ich mir im Sommer, dass ich dann doch irgendwie lieber Matsch fahren würde, so staubig wie das manchmal ist. Genau. Und das Staubige ist rutschige wie es nass ist. Richtig. Und das ist leider noch nicht bei jedem angekommen. Einfach mal hoch. War ich auch schon länger nicht mehr. Oh, da bin ich wieder bergauf. Wo ging es brutal hoch hier, oder? Ich habe mich jetzt schon verfahren. Ich glaube, da ging es schön brutal hoch. Aber ich habe ja einen Local dabei, der verfährt sich ja nicht. Ja, hinten kommt der brutale Gegenanstieg. Ich ahne es. Oh! Schade, es hätte klappen können auf der Leine wahrscheinlich. Ah, cool. Nochmal? Ja. Ja. Ah. Ja. Ja. Let's go! Ist das jetzt Fahrtechnik oder Gewicht? Was bringt den entscheidenden Vorteil? Keine Angst zu haben. Angst vorm Versagen einfach abschalten. Angst vorm Versagen gibt es nicht, weil es oft genug passiert. Weißt du, was mich gerettet hat ganz am Schluss? Sattel runter machen. Hatte ich ein bisschen. Ja. Aber nicht. Dann ging's. Mach's mein Fahrding nach, egal. Keine Ausreden suchen. Ich kann's halt einfach nicht. Gibt keine. Persönliches Versagen gibt keine Ausreden. Ja. Ich glaube, ich bin eine Tour da hochgefahren. Das war vielleicht auch ein Problem. Ah, möglich, ja. Da wäre noch was gegangen nach oben. Ja, der dünnste Trail hier, also bis jetzt noch nicht, aber gleich. Aber in Wirklichkeit ist der gar nicht so geil. Das ist der GoPro-Effekt, das sieht noch geiler aus. Kommt auf keinen Fall her und fahrt hier. Also da. Oh, hier ist der Ausblick. Ja, ab hier wird's interessant. Okay, hier wird's spannend. Keine Zeit mehr für Ausblick. Ja, ihr müsst euch entscheiden, Ausblick oder Trail gucken. Ich empfehle, den Trail zu gucken, wenn man auf dem Fahrrad sitzt. Hallo Baum, wie geht's? Mach dich nicht. Oh, der war gestern noch nicht. Ich nicht? Nee. Was? Gut, die Nacht war stürmig. Bist du dir da sicher? Ich bin hier gestern zweimal gefahren, ja. Boah, okay. Hier gibt's einen Trail. Ah, zufällig gefunden. Ganz zufällig, ja. Und du sollst nochmal über dein Gabelsetup nachdenken. Wieso? Jetzt sind noch ein Drittel übrig. Ja, waren ja noch keine dicken Dinger dabei, bei dem, was wir jetzt gefahren sind, oder? Oh. Bei dir ja, bei dir ist es egal, du brauchst kein Fahrwerk. Genau. Ich mach das durch Körpergewicht wieder weg. Nichts Schlimmeres, als wir bisher gefahren sind. Los geht's. Vor allen Dingen schlimm, immer die Aussage. Genau. Gerade eben, die Kamera sieht komisch aus. No!
warum tust du das? Erstmal gerade stellen und dann kann ich sie wieder ausrichten. Der Gimbal kennt nur voll, ein Balken weg und leer. Ich mach mal gerade den Ghetto-Mod. Ja, keine Eile. Wir machen mal Platz für den Wanderer. Ah, setz dich mal hin und beobachte das mal ganz unauffällig. Ah. Du weißt, wo das hinführt. Das ist doch dein Plan für den Range-Extender, oder? Machst du einfach den Rucksack und legst ein Kabel runter. Ghetto-Mod, fertig. Wird schon schief gehen. Von hier oben sieht das Ding schon brutal aus. Stimmt, so der Blick hier in die Kurven rein sieht gut aus. Ja. Da ist die Steilwand. Ja. Lässt ab der Welle da vorne einfach die Bremse auf und lässt laufen. Okay, ab hier Bremse auf. Ja, da hätte man links gemusst. Oh, shit. Würde ich sagen, hätte sollen, dass er gleich noch so ein Ding kommt. Nein. Und das fährt er. Ah, kleine Wand ging, aber die große habe ich nicht gerafft. Jetzt wieder berghoch, nur um wieder runterfahren zu können. Ja, so funktioniert das leider. Okay, jetzt hast du ein bisschen Federweg genutzt. Was habe ich noch übrig für die dicken Dinge? Zentimeter. 10 mm, 12, 15. Ja, so in dem Dreh. Unten kommt gleich eine sehr enge Rechtsspitzkehre. Okay, schauen wir uns mal an. 13, ach so, das Video ich immer verkacke. Innen fahren. Nee, keine Chance. War das gerade ein Versuch umzusetzen? Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass ich es geschafft habe, aber ich stand blöd, ja. Hat nicht geklappt, klappt selten. Eieieiei, was ist denn heute los? Okay, die probiere ich mal. Klappt. Schaut doch mal auf dem Kanal vom E-Bike-Amateur vorbei. Er hat auch ein lustiges Video von dieser Tour. Link in der Beschreibung. So trocknen sich die Reifenspuren auf dem Trail. Halt runterfahren ist sehr verlockend. Na komm, die paar Höhenmeter hier hochgehen, oder? Ja. Sind erst 1050. Ja, geil. Mann, ist das lose da. Unglaublich. Aufgang Stegfelsen. Wieso sind wir da noch nicht runtergekommen? Jetzt gemütlich zum Auto, ja?
genau. Am besten ist ja der Grund, Lärmschutz. Ja, schon schön hier. Ja, mal dünnig, ja? Da startet eine Ente. Wie fandet ihr die Tour? Sehr schön heute, unerwartet schön. Ja. Bad Kreuznach, das Revier hier ist immer eine Reise wert. Genau, die nächsten Touren dann wieder ohne dich, weil du in Sölden bist. Stimmt. Das macht mich traurig. Bis zur nächsten Tour.